Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute mit einer absoluten Sondersendung, mit etwas wirklich, wirklich ganz Besonderem. Und zwar habe ich heute einen Gast eingeladen. Und diesen Gast, den haben sich einige von euch gewünscht. Und ich habe ihn praktisch ausgegraben, ich habe ihn aus der Versenkung geholt. Es ist niemand geringerer als Wolfgang Stark. Ja, mehr als ein Vierteljahrhundert erfahrener Freimaurer, ein ganz besonderer Gesprächspartner, jemand, der sehr tiefgehende Gedanken hat zur Freimaurerei, zur Religion, zur Bibel. Jemand, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe und ich freue mich umso mehr, euch heute in diesem Gespräch ja, Wolfgang Stark und seine Gedanken und meine Einwürfe auf seine Ideen so präsentieren zu können. Herzlich willkommen, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Freut mich, dich zu sehen. Ja, wir haben uns ja auch schon eine ganze Weile nicht gesehen. Ich glaube, 3 Jahre ungefähr. Aber es war ganz witzig halt, weil während meiner Premiere-Sendung im Live-Chat haben sich einige der Zuschauer haben sich dich gewünscht. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, dich jetzt wieder zu kontaktieren, was eh überfällig war, und umso schöner ist es, dass wir uns jetzt heute hier wiedersehen. Und wir wollen heute sprechen über die Freimaurerei im Allgemeinen, über das Wesen der Freimaurerei, aber auch über viele, viele Themen aus der Bibel, viel religiöser Stoff, christlich-jüdischer Stoff, wie das alles miteinander zusammenhängt und was es für den Menschen und die Entwicklung des Menschen bedeutet. Und vielleicht steigen wir einfach mal mit einer relativ allgemeinen Frage ein, um uns dem Thema zu nähern. Und ich würde die Frage an dich richten, Wolfgang: Was ist das Wesen der Freimaurerei? Wie würdest du das beschreiben? Nun ja, das Wesen der Freimaurerei liegt sehr in der Tiefe, nämlich in dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Frage: Wer oder was ist Gott? Also um Freimaurer zu werden, setzt man den Glauben an eine schöpferische Gottheit voraus. Sonst funktioniert das nicht. Das muss nicht unbedingt ein bestimmter Gott sein. Das kann auch ein übergeordnetes sein, a supreme being, wie die Engländer sagen. Aber das ist schon notwendig, dass man kein Atheist ist und irgendwelche Vorstellungen von der Schöpfung hat, sondern die Schöpfung wird in der Freimaurerei, in den Ritualen sehr detailliert dargestellt. Ich werde also kaum über Rituale erzählen hier. Das kann man in YouTube erfahren, das kann man auch googeln, das werde ich dann nicht. Aber man hat in der Freimaurerei ein Schöpfungsgeschehen im ersten Grad. Das heißt, bevor man überhaupt anfängt, muss die Erde erstmal erschaffen werden. Und das ist ziemlich genauso, wie es in der Bibel dargestellt wird. Es gibt viele Freimaurer, die sagen, die Bibel hat in der Freimaurerei keinen Platz. Das mag richtig sein. Muss nicht unbedingt. Aber das Schöpfungsgeschehen, wie es in der Bibel dargestellt wird, wird auch in der Freimaurerei dargestellt. International, weltweit. Und die Freimaurerei ist nun mal eine riesige Vereinigung mit Millionen von Mitgliedern, die sich treffen und überall auf der Welt das gleiche Ritual stattfinden lassen. Nämlich das Schöpfungsgeschehen. Und das Schöpfungsgeschehen ist also sehr anschaulich in der Bibel dargestellt. Wenn man im ersten Buch Moses anfängt zu lesen, dann heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dann hat er ein 7-Tage-Werk vollbracht. Er hat dann am ersten Tag das Licht von der Finsternis getrennt. Am zweiten Tag hat er dann
das obere Wasser vom unteren Wasser getrennt. Dann später wurde das Wasser vom Trocknen getrennt. Dann kamen Pflanzen und Samen. Dann wurden Fische und Vögel gemacht. Und irgendwann am sechsten Tag wurden dann die erdbewohnenden Tiere gemacht und auch der Mensch. Und am siebten Tag hat Gott dann geruht. So steht es im ersten Kapitel der Genesis. So hat Elohim Gott Himmel und Erde gemacht. Und das mit dem siebten Tag steht schon im zweiten Kapitel, Vers 1 bis 3. Und das zweite Kapitel, Vers 4, da steht dann: Und so schuf Jehova Gott, Himmel und Erde. In den meisten Bibeln steht heute: Und so schuf Gott, der Herr, Himmel und Erde. Der Herr oder der Herrgott ist Jehova. In der Tora steht Hashem, der Name, weil die Juden diesen Namen nicht aussprechen dürfen. Es gibt aber im Deutschen die Elberfelder Bibel, Ausgabe 1904 oder 1905, da steht auch noch Jehova. Und überall, wo in der Tora Hashem vorkommt, steht dort Jehova. Und das ist ganz wichtig. Und so schuf Jehova Himmel und Erde. Nun steht da ab Vers 4, und die Erde war wüst und leer, und da war noch gar nichts, und der Boden war trocken, da wuchsen keine Pflanzen, denn Jehova hatte es noch nicht regnen lassen. Aber ein Dunst stieg aus der Erde. Und dann machte Jehova im Osten von Eden, also Jehova befand sich in Eden, und im Osten von Eden legte er einen Garten an. Und in Eden, also außerhalb des Gartens, hat er aus dem Boden eine Figur geformt, eine menschliche Figur, und hat dieser Figur den göttlichen Atem in die Nase eingehaucht. Und dadurch wurde diese Erde eine lebendige Seele. Dann hat er diese lebendige Seele in den Garten hineingesetzt, der da im Osten von Eden entstanden ist. Dann hat er Pflanzen da hineingesetzt. Später kommt er nochmal vor, dass er den Menschen wieder in den Garten setzt. Nun war der Mensch im Garten, der Adam, und Jehova Gott hat dann alle Tiere geschaffen in Eden, also außerhalb des Gartens, und hat den Adam gefragt, wie diese Tiere denn heißen sollen. Und der Adam hat den Tieren einen Namen gegeben. Und so wurden alle Tiere, alle Lebewesen benannt von Adam. Und irgendwann hat dann Jehova Gott gesagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So verstehen wir das. Vielleicht hat er aber gesagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, so wie ich. Ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied, ob er allein ist oder allein. Das glaube ich auch, denn er hat dann wiederholt gesagt, damit er nicht werde wie unser einer. Damit er nicht werde wie unser einer. Denn er war ja von Gott erschaffen, irgendwie. Nun ja, jetzt hat er dann irgendwann einen tiefen Schlaf über den Menschen kommen lassen und hat ihm eine Rippe entnommen. Und aus der Rippe entstand die Männin. Die hatte noch keinen Namen. Also dieser andere Mensch hatte noch keinen Namen. Das war die Männin. Gott, Jehova, hatte also den Menschen in die Dualität gebracht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nun hat sich das da entwickelt. Die beiden, Adam und seine Männin, waren im Garten.
Und irgendwann begegnete die Männin der Schlange. Und die Schlange war laut Bibel listiger als alle Tiere, die Gott erschaffen hatte. Und die hat dann die Frau verführt oder überredet, von dem Baum in der Mitte des Gartens zu essen. Und da hat sie zu der Schlange gesagt, das dürfen wir nicht. Denn wenn wir davon essen, dann werden wir sterben. Und die Schlange sagte, ja, ihr werdet nicht sterben. Iss mal davon und du wirst merken, dass das toll ist. Dann hat die Frau von dieser Frucht gegessen, ist dann zu ihrem Mann gegangen, zu Adam, und hat gesagt, iss mal hiervon. Da sagt er, das dürfen wir nicht. Iss mal, das ist richtig gut. Dann hat er auch davon gegessen und dann haben sie gemerkt, dass sie nackt sind. Dann haben sie sich mit Feigenblättern bedeckt und haben sich versteckt. Und irgendwann rief dann Jehova Gott, wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Und Adam sagt, wir haben uns versteckt. Warum habt ihr euch versteckt? Weil wir nackt sind. Woher wisst ihr, dass ihr nackt seid? Habt ihr von dem Baum gegessen, von dem ich euch verboten habe zu essen? Ja, sagt Adam, das Weib, das du mir gegeben hast, hat mich verführt. Und deshalb habe ich davon gegessen. Und dann beschwert sich Jehova Gott bei dem Weib. Und die sagt, ja, die Schlange. Die Schlange hat mich verführt. Und daraufhin hat Gott die Schlange verflucht. Und hat gesagt, du sollst auf deinem Bauch kriechen, dein Leben lang. Sie wird wohl vorher nicht auf der Extremität ihres Steißes gewandelt sein. Vielleicht war sie vorher auch schon auf dem Bauch. Aber das weiß man nicht so genau. Jedenfalls wurde die Frau dann bestraft und sollte unter Schmerzen gebären in Zukunft. Und der Adam wurde bestraft und der Erdboden, der ihm später Nahrung geben sollte, der wurde verflucht. Und dann hat Jehova Gott den Menschen Röcke aus Fell gemacht. Röcke aus Fell. Was das wohl bedeutet. Ja, es erinnert mich. Es erinnert mich natürlich auch an freimaurerische Bekleidung. Da trägt man natürlich keinen Rock aus Fell, aber der Freimaurer trägt einen Freimaurerschurz. Ja, und wenn jetzt einmal diese Schöpfungsgeschichte in der Freimaurerei dargestellt würde, im ersten Grad, ja, dann wäre der Moment, wo der Freimaurer bekleidet wird, da ist außer dem Schurz, gibt es dann noch was anderes. Und das wäre diese Stelle in der Bibel. Vorher waren dann noch Stellen in der Bibel, die exakt mit dem freimaurerischen Ritual weltweit übereinstimmt. Weltweit. Nun hat in der Bibel Gott dann diese beiden Menschen mit Fellen bekleidet. Der Adam hatte der Frau in der Zwischenzeit auch den Namen Eva gegeben, weil sie die Mutter alles Lebenden war. Und dann hat Jehova Gott die beiden Menschen aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Und vor den Eingang, vor die Tür, hat er den Engel mit dem kreisenden Feuer oder mit dem kreisenden Schwert gestellt, damit sie nicht zurückkommen und vom Baum des Lebens essen und ewig leben, damit sie nicht werden wie unser einer. Das ist schon merkwürdig. Die unterscheiden sich jetzt dadurch, dass sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, von ihrem Erschaffer, von Jehova Gott, nur dadurch, dass sie sterblich sind. Gott ist in Ewigkeit unsterblich und die Menschen sollten nicht Gott werden, damit sie nicht werden wie unser einer. Irgendwo sind sie schon geworden.
mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis, mit dem Erkennen von Gut und Böse. Das scheint in der Bibel sehr wichtig zu sein. Und für mich ist die Bibel ein Weisheitsbuch, ein hochbrisantes Weisheitsbuch. Aber die Wahrheit in der Bibel ist sehr tief versteckt, sodass jeder dieses Buch lesen darf. Man muss nicht Gefahr laufen, dass es jemand versteht. Es gibt also nur wenig Menschen, die das verstehen. Verstünden die Menschen die Bibel, wäre die schon lange auf dem Index. Aber der Mensch versteht sie glücklicherweise nicht. Was ich jetzt noch so interessant finde, ohne dass wir jetzt auf das freimaurerische Ritual im ersten Grad im Detail eingehen oder jetzt praktisch die Arkandisziplin brechen würden, es ist jetzt aber, glaube ich, trotzdem klar geworden, dass es dabei um diesen biblischen Schöpfungsakt geht, um diesen Fall des Menschen aus dem Paradies, wie du es gerade geschildert hast. Und meine Erfahrung in der Freimaurerei war über viele Jahre, dass das wirklich der überwältigenden Mehrheit der Freimaurer nicht bewusst ist. Und das finde ich so interessant, wie viel Fehlinterpretation bezüglich dieses Kerngedankens dieses Rituals eigentlich so im Umlauf sind, auch innerhalb eines Bundes, wo man ja als Außenstehender vielleicht auch vermuten könnte, die sind ja initiiert in ein Geheimwissen, die müssen es ja wissen. Also es ist tatsächlich, ähnlich wie du es jetzt auch in Bezug auf die Bibel gesagt hast, es ist super schwer, eigentlich dieses Wissen raus zu extrahieren aus den Symbolen, aus der Ritualistik, aus den Texten. Ne? Es ist so, die Freimaurerei trägt ein unglaubliches Wissen durch die Zeitalter. Die Freimaurerei ist uralt und trägt dieses Wissen durch die Zeitalter von Generation zu Generation und stellt dieses Wissen im Ritual dar. Und der Freimaurer, der das Ritual erkennt, der gehört zu den Glücklichen. Aber es muss nicht jeder erkennen. Es muss nicht jeder erkennen, aber jeder gewinnt. Jeder gewinnt in der Freimaurerei. Er veredelt sich. Er gewinnt an Erkenntnis nach dem Maximum seines Auffassungsvermögens. Aber was die Freimaurerei wirklich darstellt, ist unglaublich, unglaublich. Es gibt in der Freimaurerei mal irgendwann die Frage, was suchen Sie? Und der Kandidat sagt dann Licht und Wahrheit. Nun wird ihm die Wahrheit gezeigt. Dann sagt er ganz plötzlich, nee. Also diese Art Wahrheit, die will ich aber überhaupt nicht. Das ist wie in der Matrix, in dem Film Matrix. Wir wollen hier nach Zion und auf einmal, nee. Ich gehe lieber zurück in die Matrix. Da will ich jetzt nicht hin. Das ist jetzt schwierig. Und da ist auch der Toleranzgedanke der Freimaurerei entstanden. Das bedeutet, wenn ein Suchender Freimaurer werden will, dann muss er Toleranz üben können. Nun ja, das ist sehr wesentlich. Es wird so interpretiert unter den Brüdern. Der muss sozialverträglich sein, der muss andere Brüder ertragen, andere Meinungen ertragen. Dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so. Toleranz musst du aufbringen gegenüber dem, was die Freimaurerei dir auf dem Weg zu erkennen gibt. Und das willst du zunächst mal nicht wahrhaben. Du schaust da kritisch nach und sagst, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und diesem Gedanken gegenüber muss man tolerant sein und den versuchen zu verstehen. Und dann bekommt man plötzlich eine ganz andere Vorstellung von gewohnten Dingen, die man erfahren hat, wo man sich aber nicht von trennen will. Es ist ja letztens so, in der Bibel, und Freimaurerei hat also fast nur mit der Bibel zu tun, das kleine Kind betet dann abends, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und wenn wir die Bibel bis zu Ende lesen, dann steht in der Apokalypse, dass der Himmel ja auf die Erde kommt. Brauchen wir erst gar nicht hoch. Der Himmel kommt auf die Erde, das himmlische Jerusalem, den Weg haben wir uns schon mal gespart. Das sind so
Erkenntnisse, die nachdenklich machen. Die nachdenklich machen. Es ist so schön, dass es einen Himmel gibt, und wenn der Mensch gestorben ist, dann ist er beim lieben Gott im Himmel. Das ist sehr schön. Und dieses Gefühl und dieses Vertrauen in Gott ist was Herrliches. Das ist was Wunderschönes. Und so muss man Gott sehen, wie man ihn erfühlt. Die Rosenkreuzer sagen, Gott meines Herzens. Denn Gott ist für jeden eine andere Erfahrung. Gott kann was ganz Tolles sein, manchmal nicht so toll, aber so, wie man Gott empfindet, so ist Gott, denn Gott ist alles in allem. Und so ist auch Jehova Gott alles in allem. Denn wenn Jehova Gott nach der Bibel die Welt erschaffen hat, dann ist das sein Werk, und das Schöpfungswerk oder Gott tritt in Erscheinung innerhalb der Natur, weil das sein Schöpfungswerk ist. Und da kann man sagen, wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er ein Demiurg. Also ein Baumeister. Ja, es gibt ja auch diesen Terminus in der Freimaurerei, der dreifach große Baumeister. Ja, ganz richtig. Also wir sagen nicht Gott oder Jehova Gott oder irgendeine andere Bezeichnung, sondern wir sagen der große Baumeister oder der dreifach große Baumeister, so wie Hermes Trismegistus. Also jedenfalls der große Baumeister, der Demiurg. Das heißt, irgendwo hat Jehova Gott laut Genesis Kapitel 2, Vers 4 folgende, die Erde, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen erschaffen. Aus einer Geistigkeit heraus. Im Garten Eden war das vielleicht alles geistig. Dann hat er die Menschen mit Fellen bekleidet. Er hat ihnen Röcke aus Fell gemacht. Das heißt, er hat den Menschen einen Körper gegeben und sie mussten den Garten verlassen. Das heißt, die Geistigkeit mussten sie verlassen. Und dann gingen sie in die Materie. Und es gibt in der Freimaurerei ja verschiedene Stufen. Jeder weiß, dass es also drei Grade in der Freimaurerei gibt. Das sind die Lehrlinge, die Gesellen und die Meister. Das bedeutet, wenn im ersten Grad die Menschen erschaffen wurden und der Garten Eden erschaffen wurde, wo eigentlich alles erschaffen wurde, und die fliegen raus, dann gehen sie in die Materie. Und der zweite Grad, der zeigt exakt auf, wie der Mensch sich innerhalb der Materie bewegen muss. Innerhalb der Materie ist er nicht mehr unter dem wohltuenden Einfluss der Engel, sondern unter dem Einfluss der Planeten. Die Planeten übernehmen die Macht über den Menschen, die geistige Führung. Es ist ja so, wenn der Mensch geboren wird, dann wird er unter einem Sternbild geboren. Das prägt seinen Charakter. Da kann man einen Menschen beobachten und kann sagen, guck mal, typisch Steinbock. Ne? Ja, hier sitzt er. Ja, typisch Stier, typisch Skorpion, typisch sonst was. Man erkennt das. Man erkennt, unter welchem stellaren Einfluss ein Mensch geboren ist. Und dann hat der Mensch aber noch Neigungen. Er hat Temperamente. Und die Temperamente werden durch Planeten geprägt. Ob man da jetzt lunar ist, also ein bisschen träumerisch und im Bereich der Sonne, oder das Wohlleben bevorzugt wie die Venus, oder ein bisschen aggressiv ist wie der Mars, oder Erbsenzähler wie der Saturn. Das sind Neigungen und Temperamente, die durch Planeten geprägt sind. Und es gibt in der Freimaurerei eine Frage, was ist ein Freimaurer? Ein Freimaurer ist ein Mann von gutem Ruf und der sein Bewusstsein
den Prinzipien der Wissenschaft unterwirft, der seine Begierden mäßigt und seine Neigung überwindet. Und vor allem diese Neigungen, die damit gemeint sind, das sind ja auch eben diese durch die Planeteneinflüsse verursachten, genau, Triebregungen, wenn man so will. Ja, wenn man sagt, also wenn der seine Begierden mäßigt, es gibt so Begierden, die der Mensch im Leben mit sich rumschleppt, die soll man mäßigen. Und da, mir fällt da spontan auch noch was ein. An einer Stelle in der freimaurerischen Ritualistik wird man aufgefordert, seine Metalle abzulegen. Und ich habe das dann oft erlebt, dass Freimaurer das so interpretiert haben. Also wörtlich, Metalle ablegen heißt seinen Schmuck, seinen Ring, was man vielleicht an Metall bei sich trägt. Ja, dass man seine irdischen Reichtümer jetzt ablegt. Dass man jetzt symbolisch sich von seinem Status, den man vielleicht in der Welt durch Reichtum hat, durch ökonomische Stellung, dass man das einmal sich dessen entledigt und dann einfach nur Mensch ist. Das geht aber in Wahrheit, geht es ja noch viel tiefer, denn aus der Tradition der Alchemie wissen wir, dass die Planeten auch Metallen entsprechen. Das heißt, jedes dieser Planetenprinzipien entspricht dann in der materiellen Welt auch einem Metall. Und wenn wir die Metalle ablegen, rituell, dann entledigen wir uns eigentlich der Einflüsse, der kosmischen, sphärischen, planetarischen Einflüsse, die uns durch unser Geburtshoroskop prägen. Ja, das ist genau richtig. Und das ist enorm wichtig. Also wenn jemand in die Freimaurerei aufgenommen wird, dann wird er von allen Metallen befreit. Ja. Er kommt aus der Dunkelheit in einen Raum, wo er dann das Ritual der Aufnahme durchlebt. Ohne Metalle, sauber, richtig sauber. Und in der Schöpfungsgeschichte, dann wird alles erschaffen. Also das Wasser, das ist schon da. Das Wasser wird getrennt, dann wird das Trockene freigelegt, dann kommen die Pflanzen, die Tiere und so weiter. Der Mensch, alles wird gemacht, nur die Metalle nicht. Die Metalle nicht, die kommen erst später, unter Salomo. Und Salomo hat in der Freimaurerei eine Riesenbedeutung. Eine Riesenbedeutung, da können wir nachher nochmal drauf zukommen. Jedenfalls ist der Kandidat völlig befreit von allen Metallen, das heißt auch von allen planetarischen Einflüssen, wie du schon sagst, und ist noch rein unter dem Einfluss der Engel. Und dann kommt er mit Metall in Berührung während seiner Aufnahme. Und dann hat er schon verloren. Ne? Dann hat er schon verloren. Dann geht er in die Dualität, dann geht er in die Materie, dann behält er zwar seine Seele, den göttlichen Funken, in seinem Körper, muss aber den Garten Eden verlassen, das Paradies, und ist dann auch nicht mehr unter dem Einfluss der Engel, sondern unter dem Einfluss der Planeten. Und diesen Einfluss muss er irgendwann im Laufe seines freimaurischen Kampfes überwinden. Und das ist machbar. Denn es ist ja nicht so, dass die Freimaurerei jetzt darstellt, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt bist du aus dem Garten rausgeflogen und jetzt sieh zu, wie du da unten klarkommst in der Erde. Der Mensch will ja wieder zurück in die Geistigkeit. Und nun treten wir in ein Zeitalter ein oder sind schon eingetreten, das die Geistigkeit besonders hervorhebt und der Mensch also viel aufgeschlossener gegenüber dieser Geistigkeit ist als früher. Wir werden irgendwo die Materie verlassen und wollen das auch. Und es ist auch machbar. Es war schon immer machbar. Die Freimaurerei zeigt das auch, wie das machbar ist. Die Freimaurerei beschäftigt sich mit dem Bau des Salomonischen Tempels. Da ist so eine Freimaurerloge, hat schon irgendwo Ähnlichkeiten mit dem
Tempel Salomos, wie er in der Bibel beschrieben ist. Nur dieser Tempel ist geistig. Dieser Tempel ist geistig. Der muss als Gebäude nie existiert haben. Der ist zwar genau beschrieben in der Chronik und im Buch der Könige, welche Maße der hatte, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Und für die Freimaurerei ist sehr wichtig, dass es sich um einen geistigen Tempel handelt. Und wir müssen diesen geistigen Tempel bauen. Und in der Bibel ist dann auch beschrieben, dass der König David, Jehova Gott, einen Tempel bauen wollte. Und hat gesagt, du sollst hier nicht im Zelt wohnen, hier in deiner Bundeslade und dann im Zelt. Und ich habe ein schönes Haus aus Stein und du sollst auch ein schönes Haus aus Stein haben und ich baue dir ein Haus. Und dann hat Gott gesagt, nee. Also du baust mir kein Haus, du hast gesündigt. Ja, nun hat der König David ja viele Kriege geführt, hat das Volk Israel gut zusammengehalten, war auch überall erfolgreich. Dann hat er ein bisschen Blödsinn gemacht mit der Bathseba, die er dann nachher geheiratet hat. Aber der Weg bis dahin war nicht moralisch überhaupt nicht gut. Aber das war keine Sünde im Sinne von Gott. Seine Sünde war, er hat das Volk gezählt. Das war seine Sünde. Da kann man mal drüber nachdenken, warum das eine Sünde ist. Jedenfalls hat Gott dann gesagt, aber dein Sohn, der darf das. Und nun kam der Salomo nach dem Tod seines Vaters auf den Thron und durfte sich bei einer Begegnung mit Jehova Gott was wünschen. Und dann hat er sich Weisheit gewünscht. Und da war Jehova Gott richtig zufrieden mit, dass er sich nicht Reichtümer oder sonst was gewünscht hat, sondern Weisheit. Und hat ihm diese Weisheit auch gegeben. Und in der Bibel steht, seine Weisheit war riesengroß. Und seine Weisheit übertraf die Weisheit von allen bekannten Ländern. Also der war wirklich der Weiseste der Weisen. Und nun ist da in unserer Bibel beschrieben, und er sprach über die Fische und die Vögel und über die Insekten und über die Zeder, die im Libanon wächst, und über den Isop, der aus dem Mauerwerk wächst. Er sprach eigentlich über alles, über die Tiere, über die Pflanzen. Nun ja, wenn man das studiert hat, kann man da auch drüber sprechen. Das ist jetzt nicht unbedingt Weisheit, meine ich. Das ist Wissen. Und seine Weisheit bestand auch nicht darin, dass da zwei Frauen zu ihm kamen mit einem Säugling. Und beide Frauen behaupteten, der Säugling sei ihr Sohn. Aber eine konnte es ja nur sein, denn es waren zwei Säuglinge da, zwei Jungen. Einer war gestorben. Und sie stritten sich jetzt um diesen Säugling, der überlebte. Und da hat dann der König Salomo gesagt, man reiche mir ein Schwert und ich teile den Säugling in zwei Teile und jeder kriegt die Hälfte, dann seid ihr zufrieden. Und dann hat eine Frau gesagt, nein, gib ihr das Kind, aber töte das Kind nicht. Und dann hat Salomo gesagt, das ist die richtige Mutter. Sehe ich nicht unbedingt als Weisheit. Das ist Bauernschleue. Weisheit siedle ich ganz woanders an. Im Koran steht beschrieben die Geschichte über König Süleyman, also über Salomo. Mhm. Und da steht, und König Süleyman sprach mit den Tieren und mit den Pflanzen. Das ist schon Weisheit. Ja, also nicht über sie, sondern mit ihnen. Und das ist schon Weisheit. Und als die Königin von Saba den König Salomo besuchen wollte, dann sind die Tiere gekommen und haben gesagt, ey Shlomo, wir haben schon gehört, was die Alte alles will und das und das.
und er konnte sich mit den Tieren unterhalten. Das ist was. Meine Frage ist dann auch, wie schätzt du das ein, wenn wir jetzt in dieser christlichen Tradition, halt die, anders als jetzt in der islamischen, den Salomo haben, der über die Tiere und Pflanzen spricht, kann man da nicht vielleicht schon eine Art bewusste Verfälschung im Text vermuten? Oder eine Einflussnahme hin, um das eigentliche Mysterium besser zu verschleiern? Ja, das ist ja das Tolle an der Bibel. Man kann die lesen und jeder kann die lesen. Jeder versteht die auf seine Art. Aber in die tiefsten Tiefen einzutauchen, das ist nicht jedem gegeben. Und das wird auch nicht gelehrt. Das wird in der Kirche nicht gelehrt. Und daher ist ja auch der Streit zwischen dem Vatikan und der Freimaurerei. Der war früher noch schlimmer als heute. Also der Papst hat dann gesagt, wer Freimaurer ist, wird exkommuniziert. Das heißt, er fliegt aus dem Club raus oder darf an der Kommunion nicht mehr teilnehmen. Warum? Weil die Freimaurerei genau dasselbe weiß wie die Kirche, wie die Priesterschaft. Nur die Freimaurerei stellt es leichter dar als die Kirche. Die verrät zu viel. Die Freimaurer, das sind die Verräter. Und man darf das nicht verraten, was in der Bibel steht. Denn beide machen dasselbe. Beide legen die Bibel aus. Und die Kirche ist gegen Freimaurerei. Das heißt, Theologen sind immer Diener der Kirche. Und bewusst oder unbewusst arbeiten sie gegen die Freimaurerei. Denn Freimaurerei möchte den Menschen helfen, zu erkennen, aus der Materie wieder herauszuwachsen. Denn Freimaurerei ist bestrebt, dir zu erklären, wenn du schon mal gefallen bist, dann steh wieder auf. Es ist ja auch interessant, es gibt ja auch im Neuen Testament die Szene der Lazarus-Erweckung, und dann, wo Jesus den Lazarus erweckt, und dann heißt es danach, wenn ich das richtig zusammenkriege, daraufhin beschlossen die Pharisäer, ihn zu ermorden. Und auch da tritt ja auch dann schon Jesus als Mysterienverräter in gewisser Weise in Erscheinung, als der das Mysterium von Tod und Wiedergeburt in aller Öffentlichkeit eigentlich bekannt macht. Ja, Jesus ist möglicherweise in der Bibel manchmal schwer zu verstehen. Er hatte mal ein Gespräch mit den Pharisäern und dann hat er zu den Pharisäern gesagt, ihr seid Söhne des Teufels. Wieso sind wir Söhne des Teufels? Abraham ist unser Vater. Da hat Jesus gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Das ist heute in den Bibeln schon geändert worden. Ursprünglich war vor Abraham bin ich. Ich bin. Mhm. Die Erscheinung im brennenden Dornbusch. Und heute in der Bibel steht dann, bevor Abraham geboren war, war ich schon auf der Erde, bin schon herumgelatscht. So wird dann die Bibel verfälscht. Aus gutem Gewissen. Weil sie denken, naja, das ist nicht toll übersetzt. Das ist gewollt. Das ist gewollt, das ist wichtig, dieses Ich Bin. Das erklärt auch die Freimaurerei, dieses Ich Bin. Was ist denn Ich Bin? Als Moses dem brennenden Dornbusch gegenüberstand, da sagte der Dornbusch, zieh deine Schuhe aus, du stehst hier auf heiligem Boden. Und dann hat er ihm erklärt, wie er das Volk Israel aus Ägypten ausführen soll, was für eine Aufgabe er hat. Und dann hat Moses gesagt, die Ägypter, die haben so viele Götter, wer bist du denn? Da sagt er, ich bin der Ich Bin. Du gehst zu Pharao und sagst, Ich Bin hat gesagt. Was ist denn Ich Bin? Ich bin das Seiende Sein. Man muss nicht sagen, ich war oder ich werde sein. Es reicht, wenn ich sage, ich bin gegenwärtig immer. Das heißt, ich war und werde sein und immer, ich bin immer. Ich bin. Und das ist so eine Wahnsinnsaussage Gottes. Gott ist alles in allem. Ich bin. Und das muss man nicht weiter erklären. Man muss das nur verinnerlichen. Ich bin. Ich bin alles in allem. Und der Mensch als Gott
irgendwo ist er ja so wie unser einer und hat in seiner Seele ja auch diesen göttlichen Funken und da ist er und mit dem ganzen Kosmos verbunden. Und heute in der Physik, in der Quantenmechanik, da kann man das erklären. Es gibt ja Experimente mit einem Doppelspalt, da wird ein Photon durch einen Doppelspalt geschickt, dann verschränken sich zwei Photonen. Die können auch Lichtjahre voneinander entfernt sein, sie sind trotzdem verschränkt. Jetzt haben wir beim Photon, ist ein ziemlich kleines Teil, das bedeutet ein Atom, da ist auch noch ein Elektron drin und ein Photon und ein Neutron. Und in dem Photon, da sind noch kleinere Teile, Quanten, Quarks und sonst was alles. Wir können aber so tief gehen, wie wir wollen. Wir finden keine Substanz. Alles ist Schwingung. Wir finden nur Schwingung. Das heißt, die ganze Materie ist Schwingung. Und Schwingung ist Illusion. Und die können wir steuern. Die kann Gott ja auch steuern. Man kann erschöpferisch wirken. Und dann wurde dem Menschen auferlegt, du sollst dir kein Bild machen. Du sollst dir kein Bild machen. Warum nicht? Denn in der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Da hat Gott in seinem Bild einen Mensch gemacht. Und das war nicht so toll. Der Mensch, der hat nicht so gut funktioniert. So wie Frankensteins Gesellenstück hat auch nicht so gut funktioniert. Und in der Bibel lesen wir dann ja, nachdem der Mensch aus dem Paradies rausgeflogen war, lagerte er östlich von Eden. Östlich von Eden. Und ging immer weiter nach Osten. Das heißt, er entfernte sich immer weiter vom Paradies. Und es ist ja auch interessant, wir hatten ja vorhin schon kurz König Salomo erwähnt. Da muss man natürlich auch in dem Kontext den salomonischen Tempel erwähnen. Und im salomonischen Tempel ist es doch auch so, dass das Allerheiligste, dort wo Gott dann gegenwärtig ist, befindet sich im Westen des Tempels. Das bedeutet, wenn der Mensch jetzt nach Osten geht, dann entfernt er sich vom Allerheiligsten. Genau, je weiter ich nach Osten gehe, desto weiter entferne ich mich vom Allerheiligsten. Der Tempel Salomo war so gebaut, da war der Vorhof, da war ein östliches Tor, da waren da zwei Säulen und dann kam man in den Eingang und da waren ein paar Geräte aufgebaut, dann war ein großer Vorhang, wenn man weiter nach Westen ging. Und hinter dem Vorhang, da war das Allerheiligste. Da ging der Hohepriester einmal im Jahr hinein und hat Jehova Gott angerufen und Jehova Gott ist eben da erschienen, im Westen. Und Gott hat laut Bibel gesagt, ich ruhe im Dunkeln. Ich ruhe im Dunkeln. Ja, das Westen symbolisiert ja auch das Dunkle, wenn im Osten die Sonne aufgeht. Das Licht kommt aus dem Osten. Ja, es ist ja so, so eine christliche Basilika. Die ist in Ost-West ausgerichtet. Man betritt die Kirche im Westen, man macht die Tür auf, dann kommt man in so einen Vorraum. Der ist vielleicht quadratisch, vielleicht auch kubisch im besten Fall. Und dann macht man die nächste Tür auf und kommt dann in die Kirche. Und dieser Vorraum heißt architektonisch Paradies. Paradies, das ist das Paradies. Also wir kommen im Westen architektonisch ins Paradies, verlassen das aber sofort wieder und gehen immer weiter nach Osten, entfernen uns vom Paradies. Das heißt, da vorne, wo das Gold ist und das Licht, ist vielleicht gar nicht Gott. Ja, ist interessant, wer denn dort dann ist, ne? Ist ja vielleicht gar nicht Gott. Und jetzt haben wir so eine christliche Basilika in vier Himmelsrichtungen, Ost, West, Nord, Süd. Früher waren im Norden die Frauen und im Süden die Männer. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Aber irgendwann hat ein Mensch behauptet, die Erde sei keine Scheibe, die sei eine Kugel. Und die dreht sich auch noch um sich selbst und dreht sich auch um die Sonne herum.
Und dann ist sie auch noch 23,5 Grad zur Ekliptik geneigt. Jetzt wird es schwierig. Und wenn man jetzt durch diese sich drehende Kugel die Achse zieht, dann wird die Achse immer auf den Nordstern zeigen. Egal, wie sie sich selbst dreht oder an welchem Punkt sie auf ihrer Reise um die Sonne ist. Norden bleibt immer Norden und Süden ist das andere Ende. Aber auf einer Kugel, die sich dreht um sich selbst und um die Sonne, wo ist denn der Osten? Auf der Karte, auf der Mercator-Projektion ist das ganz einfach. Osten ist rechts, Westen ist links, Norden ist oben, Süden ist unten. Da wird es schwierig. Aber im Osten geht die Sonne auf. Und wenn die Erde sich in die Sonne hineindreht, dann ist da Osten. Dann dreht sie sich wieder weg. Also Osten ist die Sonne. Der Osten ist die Sonne. Wenn der Altar jetzt die Sonne ist, wäre schon mal nicht schlecht. Dann ist das alles Gold und hell. Könnte ja vielleicht die Sonne sein. Vielleicht. Wo ist dann aber Westen? Wo ist dann aber Westen? Das ist nämlich die andere Seite vom Osten. Und die Erde dreht sich ja um diesen Osten immer rum. Ja. Also der Westen ist die Unendlichkeit des Weltraums. Die Unendlichkeit des Weltraums. Dunkel. Die ist dunkel. Das erkennen wir nie. Und da ist Gott. Im Dunkel. Der bleibt auch im Dunkeln. Den sollen wir auch nicht erkennen. Den sollen wir nicht erkennen. Die Sonne, ja. Theosophisch können wir die Sonne erkennen. Theosophisch können wir auch Jehova erkennen. Die Frage ist ja auch die, du hattest schon gesagt, dass der freimaurerische Gottesbegriff, wenn man so will, vom großen Baumeister aller Welten oder vom dreifach großen Baumeister, dass es sich dabei um einen Demiurgen handelt. Und der Begriff des Demiurgen, den finden wir auch in der Gnosis, den finden wir auch bei Platon. Und die Frage ist dann immer, die sich stellt, wer ist denn dann der Gott hinter dem Gott? Wenn es einen Demiurgen gibt, gibt es einen transzendenten Gott dahinter, hinter dem ja. Gott, der als Schöpfer in Erscheinung tritt. Sagen wir mal, wenn nach der Bibel, nach unserer Bibel, Genesis Kapitel 2, und so schuf Jehova Gott Himmel und Erde. Davor hatten wir ja, und so schuf Elohim, Elohim Gott Himmel und Erde. Haben wir da zwei Götter? Das will ich nicht beantworten. Es gibt im Griechischen, weiß ich nicht, Aristoteles oder Platon, weiß ich nicht so genau, die Beschreibung, im Anfang war alles Gott, alles war Gott. Und dann zog Gott sich zurück auf einen Punkt und erschuf dadurch den Raum, sofern man von Raum überhaupt sprechen kann, falls es den überhaupt gibt. Und dann hat er sich emaniert, er hat sich selbst gegenübergestellt. Er hat sich ein Bild von sich gemacht. Er hat sich geklont. Das heißt, und in diesem Klon hat er was erschaffen. Und vor allem ist es ja auch so, wenn er sich seiner selbst bewusst wird, als so ein allumfassendes Sein und Bewusstsein, muss er ein Klon, ein Spiegelbild erschaffen. Ja. Er erschafft zwangsläufig durch die Selbstbewusstwerdung ein Doppel. So ist das. Jetzt hat aber dieser Klon, sagen wir mal, das ist jetzt dann ja auch Gott. Ein Klon kann ja nicht anders empfinden und denken als das Original. Und dieser Klon, er macht sich auch ein Bild und er schafft den Menschen. Dann könnte ja sein, dass der Urgott eben der Urgott ist, der Klon ist Jehova Gott. Jehova Gott macht sich auch ein Bild, macht den Menschen und sagt zu den Menschen, mach dir kein Bild. Und dieser Mensch, den er schafft, das ist ja erstmal Adam. Und es gibt ja auch noch aus der jüdischen Tradition diesen Begriff des Adam Kadmon, eines kosmischen Adams. Das ist der Idealmensch. Das ist der Idealmensch, den wir anstreben auf dem Weg zurück. Das ist irgendwo auch der Urmensch. Und Adam Kadmon ist dann auch der Urmensch. Und dem eifern wir nach. Das heißt, um wieder zu werden, wie wir mal waren,
im Garten Eden. Denn da wollen wir ja zurück. Nur, wir werden daran gehindert, wieder zurückzukommen. Müssen wir, aber sollten wir, ist auch nicht neu, am Apollon-Tempel zu Delphi stand, erkenne dich selbst, dann erkennst du Gott. Und diese Erkenntnis ist schon enorm. Jedenfalls hat der Jehova Gott gesagt, mach dir kein Bild. Warum? Weil das kann. Es ist in der Quantenmechanik, da hat sich mal Einstein mit Bohr unterhalten, auch im Bereich der Quantenverschränkung, und hat gesagt, wenn die Menschen den Mond nicht sehen oder nicht wahrnehmen, dann gibt es ihn nicht. Ja, hat Bohr gesagt, das ist so. Wenn die Menschen aber etwas denken, was noch nicht gedacht wurde, dann tritt das in Erscheinung. Und das ist so. Es wird in Erscheinung treten. Es gibt im Bereich der Quanten Dinge, die spielen sich nur ab, wenn man mehr Mensch sie beobachtet. Nur wenn sie beobachtet werden. Und ich glaube, dass diese Quantenphysik und die Weltbilder, die jetzt daraus entstehen, oder das neue Verständnis der Welt, das korrespondiert doch eigentlich auch mit vielen alten Erkenntnissen, die die Menschheit schon aus den Traditionen, ich sag mal jetzt vielleicht der mittelalterlichen Magie oder neuzeitlichen Magie oder auch der Hermetik eigentlich schon hatte. Es ist doch nicht wirklich neu, dieses Wissen. Das ist überhaupt nicht neu. Und was heute dargestellt wird im Bereich der Quantenmechanik, das hat Rupert Sheldrake im Bereich der morphogenetischen Felder schon dargestellt. Das ist immer dargestellt worden. Es ist immer dargestellt worden. Und ich hatte vor 14 Tagen in Wien ein Gespräch mit einem Wissenschaftler. Der hat gesagt, was du da erzählst, das kann ja vielleicht stimmen oder was. Aber ich stelle mir vor, da ist so ein riesiges schwarzes Loch. Und das zieht alles in sich rein. Und dann kommt zum Urknall. Und so entsteht alles. So entsteht die Schöpfung. Ich dachte, das habe ich ja schon erklärt. Was die alten Griechen gesagt haben, am Anfang war alles Gott. Das hat sich zurückgezogen auf einen Punkt. Das war dann das schwarze Loch. Und dann ist das emaniert, aus sich rausgeströmt und so ist das entstanden. Das ist ja nicht neu, was die Griechen erzählt haben und wir heute mit den schwarzen Löchern erkennen, wir expandieren noch, irgendwann ziehen wir uns zurück auf diesen einen Punkt und platzt das wieder auseinander. Uralt. Uralt, es ist nichts Neues. Es ist nichts Neues, es gibt gar nichts Neues in der Welt. Und auch die alten Griechen haben ja, wie man auch schon nachgewiesen hat, aus Quellen geschöpft aus dem alten Orient und Ägypten. Das Wissen ist ja noch viel älter. Das ist noch viel älter, es gibt wirklich nichts Neues. Und das ist in der Freimaurerei auch so. Ich habe ein Symposium veranstaltet mit dem Thema Hochgrade Freimaurerei für Sitzenbleiber. Das kam nicht so gut an. Interessanter Ansatz, wo ja gerade viele auch so meinen, ja, in den Hochgraden geht es erst richtig los. Nee. Im gewissen Sinne stimmt es. Wir sind ja beide auch Hochgrad-Freimaurer oder ich einer gewesen. Also da kommen natürlich ganz interessante Sachen. Aber du hast natürlich mit deinem Ansatz recht, eigentlich für Sitzenbleiber. Denn es ist eigentlich eine Vertiefung zu den ersten drei Graden, die man sich gegebenenfalls auch schenken könnte, würde man die ersten drei Grade schon in ihrer Gänze erfassen. Richtig. Also in 1 bis 3 ist die ganze Freimaurerei enthalten. Nur. Da hört die Freimaurerei auf. Nur schwer zu erkennen. Ja, und deshalb gibt es die Hochgrade für Sitzenbleiber. Und die Hochgrade sind unglaublich wertvoll. Und man muss oft sitzen bleiben. Ich bin so oft sitzen geblieben. Mehr geht gar nicht. Ne? Ich habe das Maximum an Sitzenbleiben ausgeschöpft. Es gibt ja auch eine ganz interessante Aussage über die Freimaurerei. Die habe ich weiß gar nicht, wann ich die gelesen habe, wahrscheinlich sogar noch bevor ich selbst Freimaurer wurde. Und ich habe sie erst Jahre später in ihrer ganzen Tiefe verstanden. Und zwar stammt die von den Engländern, von der englischen Großloge. Und die haben mal gesagt, die Freimaurerei besteht aus 3 Graden plus den Royal Arch. Jetzt muss man erklären, nochmal, also 3 Grade ist klar, das ist die sogenannte blaue Loge
Und der Royal Arch, das ist ein Hochgrat aus der englischen Freimaurertradition. Und es gibt äquivalente Hochgrade, die diesem Royal Arch nicht im Ablauf entsprechen, aber in dem entsprechen, was man dort erkennt. Das wäre dann in der schwedischen Freimaurerei, in der schwedischen Lehrart beispielsweise der Andreasmeistergrad. Das heißt, diesen Grad mit dem, was da offenbart wird, den gibt es in allen Freimaurertraditionen. Und jetzt gibt es aber noch weitere Grade. Und da habe ich dann immer nicht verstanden, wie können die Engländer zu dieser Aussage kommen, es gäbe nur drei Grade und den. Und das hat dann damit zusammen, hängt damit zusammen, dass die späteren Grade, die darauf folgen, eigentlich nicht mehr freimaurerisch sind. Die haben einen anderen Inhalt. Also die Engländer haben Anfang 1700 gesagt, die Freimaurerei besteht aus drei Graden und nicht mehr. Das ist auch richtig so. Dann gibt es Royal Arch Masonry. Das ist nicht der vierte Grad. Das ist nur ein Grad, der die drei Grade im Innersten behandelt. Und Royal Arch Masonry ist unglaublich reichhaltig, unglaublich aussagekräftig. Es ist enorm. Die Amerikaner haben den York Rite und der York Rite besteht aus vier Graden, sagt aber genau dasselbe wie Royal Arch Masonry in einem Grad. Es ist unglaublich, es ist aber schwierig. Es ist schwierig zu verstehen, denn es geht um Jehova Gott. So wie wir bei uns in der Bibel stehen haben, ab zweites Kapitel. Und von da an geht in der Bibel die Geschichte mit Jehova Gott weiter. Als Moses das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und ist dann auf den Berg gegangen und hat die 10 Gebote abgeholt, da steht dann, ich bin Jehova Gott. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es geht nur um Jehova Gott. Und dem behandelt die Freimaurerei, dem behandelt auch die Bibel. Ob dann nun steht Gott der Herr oder der Herrgott oder Gott der Allmächtige, es ist immer Jehova. Es geht nur um Jehova. Und im Anfang der Bibel, Elohim, als Elohim Himmel und Erde gemacht hat, Jehova kann auch Elohim sein. Elohim kann eigentlich alles sein, weil Gott ist nicht erkennbar. Es ist Elohim Gott ist nicht erkennbar. Das schaffen wir nicht. Jehova Gott, theosophisch schon erkennbar. Und das ist ein heißes Eisen. Mich würde auch interessieren, wenn die Bibel da mit den verschiedenen Gottesnamen eigentlich so haarscharf unterscheidet, was mit den Übersetzungen verloren gegangen ist. Wenn wir uns jetzt die islamische Tradition anschauen, die sich ja auch mit der christlich-jüdischen verbindet. Was hat es mit diesem Gottesnamen auf sich, wenn Gott dann dort als Allah bezeichnet Das wird? ist dasselbe. Das ist dasselbe. Das ist auch, was bei uns als Jehova Gott beschrieben wird. Und der Koran schreibt ja nicht viel anders als das Alte Testament. Ob das jetzt Abraham, Isaak ist. Der Koran schreibt ja ganz viel über Jesus und Maria und in größter Hochachtung. Sie machen nur aus Jesus keinen Gott. Jesus selbst hat in der Bibel sich auch nicht zum Gott gemacht. Und der wurde einfach zum Gott gemacht. Das ist aber. Konstantin hatte da an den Melvinischen Brücken eine tolle Idee, als er ihn zum Gott machte. Da machte er sich selbst zum Messias. Das ist schon geschickt gemacht. Aber das Neue Testament, wenn wir im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 1 bis 5, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und nichts, was ist, ist ohne das Wort. Wenn das Wort jetzt Jesus ist, der alles gemacht hat und eben hat er noch Jehova alles gemacht. Ja, wer hat es denn gemacht? Elohim oder Jehova oder Jesus? Oder ist das alles dasselbe? Die Bibel schweigt sich darüber aus. Die Bibel schweigt sich darüber aus und das ist auch ganz gut. Und deshalb darf sie dann auch ohne Bedenken weitergelesen werden und weiter verteilt werden. Die Frage ist, schweigen sich die Kirche und die Freimaurerei zu diesen Dingen aus?
Die Freimaurerei schweigt sich überhaupt nicht aus, indem sie Rituale präsentiert. Und die Rituale ändern sich von Grad zu Grad. Und der Bruder, der Freimaurerbruder, der diese verschiedenen Rituale auf sich einwirken lässt, ist so, als sei er in einer Bibliothek mit verschiedenen Abteilungen. Und von Grad zu Grad darf er mehr Abteilungen aufsuchen und alles lesen, was da drin ist. Was er da rausbringt, ist seine Sache. Der eine viel, der andere nichts. Also ich habe mal mit einem alten Buddha gesprochen, der sagt, ich habe alle gerade durchlaufen, aber da ist nichts. Solche habe ich auch kennengelernt. Mehr als genug, ja. Da ist ja nichts. Andere durchlaufen nur 3 Grade und finden viel. Und es gibt in der Freimaurerei die Aussage, im ersten Grad ist alles drin. Ist auch. Ist auch. Versteht man aber nicht. Versteht man ganz bestimmt nicht. Man muss also ganz oft sitzen bleiben, um was mitnehmen zu können. Und man muss auch verschiedene Lehrarten kennenlernen, um Freimaurerei kennenzulernen. Denn Freimaurerei ist ein Geheimbund und wird es auch bleiben. Und es ist nicht einfach, das Geheimnis der Freimaurerei zu ermitteln. Und man muss es selbst rauskriegen. Es wird dir nicht erzählt. Es wird dir nicht erzählt. Es wird dir alles gezeigt. Ohne irgendwelche Geheimnisse. Aber wenn du es nicht selbst rauskriegst, dann weißt du es eben nicht. Und das ist auch, glaube ich, so ein Missverständnis, was oft Außenstehende haben, die dann glauben, naja, wenn doch jetzt einer Freimaurer ist, der wurde doch eingeweiht, der wurde doch initiiert, aufgenommen, angenommen, der muss es doch wissen. Aber das ist halt nicht eben automatisch so. Natürlich wurde der Kandidat, der dann aufgenommen wurde oder auch in höhere Grade oder tiefere Grade aufgenommen wurde, dem wurde ganz viel offenbart und gezeigt. Die Frage ist, hat er es erfasst? Konnte er es begreifen? Und war er auch schon zu diesem Zeitpunkt dazu bereit? War er dazu in der Lage? Man wird Freimaurer, um mehr zu wissen. Habe ich ja schon erzählt, dann wird dir die Wahrheit dargebracht und dann willst du nicht wissen, machst nicht mehr mit. Oder du kriegst es einfach nicht mit, du gehst von Grad zu Grad, denn Freimaurerei, also von der Geselligkeit her, vom Ritual her sehr aufregend und toll, von der Geselligkeit auch richtig toll, von der Gemeinschaft richtig toll, Freimaurer halten brüderlich zusammen. Wenn ich Freimaurer in Deutschland bin, und bin gerade mal in Australien, dann gehe ich in die nächste Loge, klopfe da so ein bisschen an, sage ein paar merkwürdige Wörter und schon bin ich drin. Da bin ich Bruder auf der ganzen Welt, überall, wo immer auch bist. Ich bin und Freimaurerei ist großartig. Aber das Wissen, was die Freimaurerei durch die Zeitalter trägt, ist einfach rattenscharf. Das muss ja nicht jeder verstehen, aber man kann es verstehen. Man kann die tiefsten Geheimnisse verstehen. Man kann den salomonischen Tempel bauen. Und der Tempel Salomo in der Bibel sollte dann ja von Salomo gebaut werden. Entschuldigung. Und Gott hat das dann erlaubt. Dann hat der Salomo, als er König war, beim König von Tyrus angerufen. Also Hiram von Tyrus. Hiram, der König von Tyrus, hat er angerufen mit seinem Handy und hat gesagt, ey Alter, ich will hier Tempel bauen, aber keine Ahnung, ich brauche ein bisschen Material, kannst du mir das schicken? Jo, ich mache das alles fertig, ich schneide dir die Steine richtig zu in kubischen Blöcken, ich liefere dir Holz von Zedern und schick dir das alles. Ja, sagt Salomo, und dann können wir dann auch noch nicht so gut. Schick uns auch noch einen Baumeister. Jo, sagt er, ich schick euch Hiram, den Baumeister. Und das muss man jetzt auch noch mal beachten, nicht zu verwechseln. Es gibt diesen König Hiram von Tyrus und dann gibt es den Baumeister Hiram. Ja, das ist wichtig, dass man die unterscheidet. Hiram, der König von Tyrus,
Das war ein Freund von David, von dem Vater Salomos. Die kannten sich schon. Und deshalb hat er ja auch Kontakt aufgenommen zu Hiram. Warum? Warum? Im Ezekiel oder Ezechiel, da ist beschrieben, wer denn der König Hiram von Tyrus ist. Und ich glaube, das ist eine sehr überraschende Erkenntnis, wer das eigentlich ist. Ja, und da wird spannend. Jetzt ist, sagen wir mal, Salomo oder Süleyman mit seiner Weisheit, der sprach mit den Tieren und mit den Pflanzen. Er war sozusagen das Prinzip, das hinter der Natur steht. Und es ist ja auch interessant, dass dieses Prinzip nicht in der Lage ist, den Tempel zu bauen. Er braucht Hilfe, obwohl er so weise ist, obwohl er so eine ganz besondere, herausragende Figur darstellt. Ja, wir haben jetzt aus den hermetischen Prinzipien wie oben, so unten. Wie oben, so unten. Das ist auch in der Kabbala so, wie oben, so unten. Das heißt, wie im Himmel, so auf Erden beten wir im Vater Unser. Und im Ezekiel, da steht, und du, Hiram, König von Tyrus, warst mein schönster Cherub. Der schönste Cherub, den ich jemals erschaffen hatte. Du kanntest hier oben alles. Du kanntest hier den Tempel. Du bist auf den glühenden Steinen gegangen. Also dann wird lang erklärt, wie toll der Hiram im Himmel war. Aber er hat sich gegen Gott erhoben. Und Gott hat ihn zur Strafe auf die Erde geschmissen. Und jetzt latschte der auf der Erde rum zur Strafe. Und deshalb hat Salomo ihn nämlich angerufen. Und hat gesagt, du kennst doch das Original. Kannst du mir das hier unten bauen? Wie oben, so unten. Also kann man sagen, dass Hiram von Tyros eine Art luziferische Figur ist? Luzifer ist der Lichtbringer, ne? Lichtbringer ist nicht das Schlechteste. Also Santa Lucia in Skandinavien oder was. Naja, er kann ja ein Lichtbringer sein. Weil er erkennt ja das Original. Er kennt ja das Original. Er war ja schon mal im Himmel. Der war ja schon mal im Himmel, Luzifer. Und Satan ja auch. Im Hiob gibt es eine Stelle, da sitzt Gott auf seinem Thron. Und alle seine Söhne sind um ihn herum versammelt. Auch Satan war unter ihnen. Und dann hat Gott den Satan angesprochen. Also, was soll man tun? Bist du da unten rumgetobt? Hast du auch auf Hiob geachtet, meinen Treuesten? Also Satan war im Himmel bei Gott nicht schlecht angesehen. Sagen wir mal so. Ne? Nun gut, jetzt sind wir aber noch beim Salomonischen Tempel. Der Hiram, König von Tyrus, wusste, wie das Original im Himmel aussieht und hat das Material geliefert. Und einen Baumeister, der den Tempel ausstatten sollte. Nun wurde der Tempel gebaut aus kubischen Steinen, die waren schon vorgefertigt. Dann wurde in eine Schicht Zedernholz aufgebracht. Und auf das Zedernholz wurde Gold aufgebracht. So wurde der Tempel gebaut. Dann kamen noch die Menore rein und Schaubrottisch und so weiter. Und hier der Baumeister, der hat in Erdöfen Bronze gegossen. Es war also auch ein Metallarbeiter. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, wo wir auch vorhin schon über die Metalle gesprochen haben. Ganz wichtig. Er hat also aus Metallen, aus Bronze Gegenstände hergestellt. Das heißt, dieses große Wasserbecken, was vor dem Tempel war. Das eherne Becken. Das eherne Becken hat er gegossen und ganz viele Gefäße hat er gegossen, ganz, ganz viele. Alles aus Bronze. Das war seine Kunst. Und wenn man weitergeht in der Bibel, wenn man weitergeht in der Bibel oder in anderen Schriften, der Salomonische Tempel war ein geistiger Tempel. Und Salomo war auch Herr über die Geister.
König Süleyman war Herr über die Djinn. Die Djinn, die Dämonen und so weiter. Und es gibt andere Schriften, nicht nur in Tausend und einer Nacht, auch viel, was mit dem Koran zusammenhängt. Und wenn man den Koran kennt und das die Geschichten von König Süleyman auf Salomo überträgt in unserer Bibel, dann sieht man die Sache etwas anders. Ich habe auch den Gedanken, als ich damals mal, das ist schon etwas her, eine Übersetzung des Koran gelesen habe und dann festgestellt habe, wie viele biblische Bezüge der Koran enthält, da hatte ich so den Gedanken, ja, ohne Kenntnisse der Bibel kann man den Koran gar nicht verstehen. Und jetzt, gerade wo du das so schön ausführst, da kommt mir der Gedanke, kann man denn die Bibel umgekehrt auch ohne den Koran überhaupt verstehen? Ja, wir können also die Bibel ohne den Koran sehr gut verstehen. Wir bekommen im Koran aber Anregungen, tiefer zu forschen. Tiefer zu forschen. Und bei dem Tempel Salomo ist das dann so, es gibt andere Schriften, die sagen, der König Salomo hat die Geister gebunden, die Djinn. Er war ja der Herr über die Djinn. Und dann hat er die Djinn in Gefäße eingeschlossen und hat sie zum Arbeiten benutzt. Und dann kamen sie wieder in ihre Gefäße. Da haben wir in Tausend und einer Nacht doch so Reste, Genie in the Bottle und so weiter. Das ist der Djinn, der dann aus der Flasche rauskommt oder aus dem Gefäß, ja, aus der Öllampe. Ist ja auch interessant, weil eine Öllampe ist ja auch wieder etwas, was mit Licht, mit einer Lichtsymbolik zusammenhängt. Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Und als der Tempel fertig war und Gott Platz genommen hat in dem Tempel, da hat König Salomo noch eine Zeit lang weise regiert. Dann hat er immer mehr Frauen geheiratet, 700 Stück und 300 Nebenfrauen. Dazu wäre meine Wohnung zu klein, also ich kann dann Salomo nicht mehr werden. Nein. So viele Frauen schaffe ich nicht. Irgendwann ist der Tempel dann kaputt gegangen und Nebukadnezar ist dann gekommen und hat Jerusalem überfallen, weil der letzte König der Juden, der Zedekia, seinen Vertrag nicht eingehalten hatte. Und dann wurde der Tempel zerstört und die Stadt wurde zerstört und die Elite des Volkes und Zedekias, der letzte König der Juden, wurde nach Babylon weggeführt. Die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Ja, das war keine Gefangenschaft, das war ein Exil. Die lebten da gar nicht mal schlecht. Ja, vor allem wissen wir ja auch, dass das Judentum natürlich auch und damit auch vermittelt dann das Christentum ja viele Elemente auch aufgenommen hat, dieser babylonischen oder altorientalischen Religion. Ja, ja. Denken wir nur an den Sintflutmythos. Also das sind ja alles auch Mythen, die nicht ein Alleinstellungsmerkmal des Judentums sind, sondern die in diesem Kulturraum schon uralt sind und lange existierten. Ja, das ist schon richtig so. Das ist ja ein Wissen dieses Bereiches und als Weisheitsbuch. Wenn man die Bibel als Weisheitsbuch sieht, dann ist das schon enorm. Um nochmal auf den Salomonischen Tempel zurückzukommen, der Nebukadnezar hat dann also den Tempelschatz geplündert und mitgenommen und irgendwann in der Geschichte Babylon, Nachfolger von Nebukadnezar, da wurde dann eine Orgie gefeiert und dann hat der König Gefäße geöffnet, die gestohlen wurden im Jerusalemer Tempel. Und dann erschien eine Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel und so weiter. Und damit brach das Reich zusammen, weil er Dämonen freigelassen hatte. Er hat die Gefäße geöffnet und die Dämonen wurden frei. Und als der zweite Tempel in Jerusalem gebaut wurde, da haben die Juden 5400 Gefäße zurückgebracht nach Jerusalem. Aus diesem babylonischen Exil. Ja, 5400 Dämonen. Und es gibt eine alte Schrift über die Freimaurerei. Da steht, die Aufgabe der Freimaurerei ist es, die Ordnung im Geisterreich wiederherzustellen.
Und ich glaube, das, lieber Wolfgang, ist für unsere erste gemeinsame Sendung ein super Schlusswort. Und ich würde unser Publikum gerne mit der Neugierde dann entlassen, wie es in der zweiten Sendung, in der Fortsetzung, dann mit diesem Thema weitergeht, wie diese spannende Geschichte ausgeht. Und in dem Sinne, liebe Freunde, schaltet bald in den zweiten Teil rein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Wolfgang, Ja, gerne. dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und wie gesagt, Fortsetzung folgt. Für die unter euch, die diesen Kanal und diese Arbeit finanziell unterstützen möchten durch eine Spende, unten in der Videobeschreibung findet ihr dann so einen Link zum PayPal-Pool, zur Weiterentwicklung dieses Formats. Und ansonsten, liebe Freunde, sage ich mal, bis später, bis bald. Ciao.